Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Zuckis. Wir sind in der Dimension mit der guten Rivet. Und hier, oder Rivet, hier heißt der Mr. Zirkon hier oben, der allerbeste, heißt hier Zucki. Aber wir kennen ihn natürlich aus. Als Mr. Zirkon sieht er nicht mega aus. Ich lieb's total, ey. Ich hätte gern sämtliche Figuren von Mr. Zirkon, die es jemals auf der ganzen Welt gegeben hat. Wo kriege ich die her? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ja, wir haben letztes Mal hier wunderbar gecampt. Ich überlege jetzt natürlich, ob wir direkt nochmal mal campen, wenn wir einmal hier sind. Bronze 2. Besiege 25 Halsabschneider nur mit dem Vollstrecker. Wollen wir das mal probieren schnell? Jetzt, wo wir einmal noch hier sind. Den Vollstrecker, ach du Heilige. Oh Gott. Das soll Bronze sein. Okay, gut. Lief schon mal sehr gut. Oh Gott. Na? Ich muss das hier mehr benutzen, glaube ich. Wir konnten da hinten jetzt kein Dings. Das ist ein bisschen ungeil, muss ich sagen. Oh. Kommen wir jetzt irgendwann mal darüber? Nein, okay, gut. Das war erste Sahne. Ich schaffe ja, bestimmt erzähl. Noch den Bronzepokal, bevor es nach Blizzard Prime geht. Extra Balls können nie schaden. Wir versuchen es nochmal ganz kurz und dann gehen wir weiter, okay? Ich muss diese Risse mehr benutzen. Sie sieht so gut aus. Scheiße, sieht sie gut aus. Ah, es hat sie nicht gedingst. Der lebt nur noch. Oh, nein. Ich will nicht außen lang zu denen. Gott, ich sehe überhaupt nichts. Ich habe keine Waffen mehr. Oh. Nein, ich hab nichts mehr.
Nein, ich habe keine Munition mehr. Wieso gibt es hier keine Munition? Nein. Okay, gut, wir gehen lieber. Wir haben es versucht. Wir gehen lieber mal. Obwohl. Ja, komm, wir fahren noch einmal die schnelle Rennstrecke mit der Schnecke, oder? Okay, vielleicht kriegt man ja wenigstens etwas heute noch hin. Vielleicht finden wir ja dieses Phasenquarz. Das hier will ich mal gucken, wie das geht. Kannst du das Ende meiner trügerischen Strecke erreichen, ohne von deinem Rost zu fallen? Oh. Okay. Kommt unser Lombax mit etwas Tödlicherem klar? Zum Beispiel mit den Knochen schmelzen. Gott. Okay, noch einmal. Noch einmal, dann gehen wir. Wo müssen wir da reinkommen? Wir sind mehrere Folgen nicht mehr mit dem Ding gefahren. Klenk hat immer nur noch. Schon sehr cool. Nein! Okay. Wir müssen doch irgendwas jetzt mal schaffen, endlich mal. Kannst du das Ende meiner trügerischen Strecke erreichen, ohne von deinem Rost zu fallen? Ich glaube, die Entwickler wissen ganz genau, wie cool wie alle Mr. Zokon finden. Was war denn jetzt los? Klein Zirkon geleitet unseren Champion zu die knochenschmelzenden, augenverätzenden Säuresümpfe von Sargasso! Es gibt eine kleine Änderung an meinen Plänen der Vernichtung! Gott, also manchmal hibbelt es ganz schön. Yeah, wir haben endlich mal was geschafft. Ist das nicht cool? Wie das glänzt. Ein von 25 Gold Balls. Der hat aber wirklich sehr cool geglänzt, muss ich sagen. Das fehlt uns immer noch. Ob das was bringt, wenn wir den Vollstrecker noch ein bisschen hochladen? So, wir gehen mal weiter. Wir können ja mal bei der Mrs. Zokon vorbei und ein bisschen an unserem Dings rummachen. Du bist ja auf einmal so still da hinten. Alles okay? Ich habe vielleicht nicht ganz korrekt dargelegt, wie schwer der Bau eines Dimensionators ist. Aber klar, wir wussten alle, dass es nicht leicht wird. Ja, aber Phasenquarz ist eins der seltensten Mineralien im Universum. Genau. Okay, hallo, Mrs. Zokon. Wolltest du je einen Tunnel direkt zu deinen Gegnern graben? Mach deinen Traum wahr mit dem Bohrhund! Wer ist ein Süßer? Der Bohrhund!
Unsere beste Waffenzüchtung. Zieh den Feuerabzug halb, um mit diesem niedlichen, grabenden Raketenwerfer dein fieses Ziel anzuvisieren. Zieh ihn ganz, um ihn abzufeuern. Rüste auf, um noch mehr Ziele anzuvisieren. Ui. Also ich liebe grundsätzlich alles, was irgendwie Richtung... Dieses Goldstück bettelt um eine Aufrüstung. So. Verdammt, mehr können wir hier nicht machen. So, Mr. Pilz. Was gibt's denn hier? Was heißt das? Setzt zwei Partypilze auf einmal ein. Schießt schneller. Hey, der läuft mir einfach durchs Bild. Das hält auch sehr cool, das Ding. Was macht das? Trifft zusätzliche Gegner mit dem Strahl für Bonusschaden. Lädt jeden Schuss schneller auf. Oh, das auf jeden Fall. Oh. Ich glaube auch. So, Mr. Partypilz. Hol dir die Aufrüstungen, wenn du das Baby hochgestuft hast. Das finde ich nicht. Also Trio-Blaster-Pistole, die können wir nochmal nehmen. Was haben wir hier? Erhöht die Feuerrate im Präzisionsmodus. Schnellschüsse sind präziser. Engere Streuung sorgt für präzisere Schüsse. So, okay. Bitteschön. Wieso latschst du hier ständig bei uns im Bild rum? Was soll das? Jetzt geht der Ton und es latscht hier ständig im Bild rum. Hey, Riven, so. Wenn du das hier hörst und einen Moment oder zwei Zeit hast, Trudy könnte auf Sargasso deine Hilfe brauchen. Trudy? Sie ist eine Freundin. Hat wohl nichts mit der Rettung der Dimension zu tun, aber Mord fragt nicht, wenn es nicht wichtig ist. Okay, gut, dann gehen wir erstmal zurück nach Sargasso. Ich finde es interessant, dass man wirklich reinhüpfen muss wieder. Oh. Hallo, Dimension. Es stimmt, ich war weg seit, ihr wisst schon wie lange. Also dachte ich, wir sollten mal wieder quatschen. Was habe ich so gemacht? Oh, nur mit meinen treuen Fans geplaudert. Meine tolle Landschaft genossen. Und herausgefunden, dass zwei freche Lombaxe überall herumrennen und versuchen, alles zu ruinieren. Also biete ich jedem ein Kopfgeld von 3 Squillionen Nefarius Freiheitscoupons, der es schafft, mir diese pelzigen Ganoven zu bringen. Tot oder lebendig. Aber vorzugsweise lebendig, damit ich noch etwas Spaß mit ihnen haben kann. Mein raffiniertes Spionagenetzwerk deutet an, dass sie sehr bald auf Blizzard und Savali sein werden. Also beeilt euch! Und wenn diese Lombaxe zuhören, ihr sollt wissen, dass ich euch zu Staub zertreten werde. Dann werde ich diesen Staub in eine Sonne schicken. Und anschließend werde ich diese Sonne in ein... Toll. Ich bin auf 2 Nefarius-Abschusslisten. Und er weiß, wo wir hinwollen. Oh je. Aber wir gehen. Finde das Teil um Klenk. Ja, Bronzepokal optional. Ich würde gern erstmal nach Sargasso zurückgehen. Hilf Trudy. Trudy. Ja, wir gehen mal zu Trudy. Sargasso, Außenposten L51. Willkommen zurück. Wo ist sie jetzt? Oh, was ist hier los? Oh. Was ist denn mit Trudy? Oh, hallöchen, Rivet. Ach, sie hat nur Hunger auf Zopfsteine. Eigentlich futtert sie sie von den Steininseln da oben. Aber wie es aussieht, ist sie zu müde zum Fliegen. Oh, Wieder mal zu lange gefeiert? Keine Sorge, ich hol sie. Ach, du bist ein Schatz. Wir werden dann einfach hier auf dich warten.
Rivet wird jeden Moment mit den leckeren Zupfsteinen zurück sein. Oh, das ist Trudy. Also, Trudy ist so süß. Hey, findest du da draußen noch mehr? Du bist so nah dran, die Schutztruppenstiefel zu kriegen. Voll cool. Okay, dann sammeln wir mal. Ein Zupfstein. Genau, was Trudy jetzt braucht. Okay. Okay, wir müssen mal hier... Brauchen dich mal. Oh nein, bleib hier. Hier muss ein Flitzkäfernest sein. Ja, sehen wir uns um. Ich geh gleich mal da hoch. Oh, was ist hier denn los? Kein Doppelsprung, hä? Doch, es gibt doch Doppelsprung. So. Du hast es geschafft, Rivet. Das müssten mehr als genug Zupfsteine sein, um Trudy wieder fit zu machen. Komm zurück zur Gelatonium-Fabrik, damit wir dir persönlich danken können. Toll, wie komme ich jetzt hier weg? Ach, da. Kann ich nicht vielleicht noch ein paar mehr Zurbsteine sammeln? So süß, wie sich das am Controller anfühlt. Aber hier sind scheinbar keine Zupfsteine mehr. Oh. Scheinbar sind das die einzigen. Ich habe einen Haufen Zupfsteine. Vielleicht sollte ich zur Gelatonium-Fabrik gehen, um Mord zu treffen. Ja, aber wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Dann rennen wir mal im Kreis jetzt. Oh. Gut. Oh, Trudy, da! Rivet hat dir Zupfsteine mitgebracht. Oh, wie süß. Weißt du, falls du noch mal mehr sammeln willst, würde ich diese Schutztruppenstiefel dagegen eintauschen. Ich markiere alle Zurbsteine der Gegend auf deiner Karte, falls du interessiert bist. Ja. Falls wir jetzt nachsehen wollen, könnte dieser Flitzkäfer ganz nützlich sein. Das erinnert mich ja alles so ein bisschen. Halt, stopp! Da war eine. Ein Gold Bolt. Yay! So, dann haben wir mal unseren zweiten Gold Bolt gefunden. Ich weiß noch, wie ich einfach irgendwie überall rumgefahren bin. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Was ist das? Ah ne, das ist einer. Hä? Wo denn? Ach da! Die Stinktiere!
Das sind drei. So, wir bräuchten noch einmal Zugsteine. Hier ist unser Käferchen. Nimm das mal mit. Wir sammeln jetzt noch die restlichen Zugsteine. Hä? Wo gibt's denn hier Wasser? Kann ich hier eigentlich auch zu weit rausschwimmen? Oh, hier. Hey, Rivet! Magst du Schutztruppenstiefel? Du hast dir nämlich ein paar verdient. Bring die Zurbsteine vorbei, wann immer du Zeit hast. Mache ich. Ja, ich komme jetzt. Hey, Mord. Erinnert dich die ganze Zurbsteinlieferung an irgendwas? Oh, du meinst unser erstes Treffen? Ich habe Lieferungen für die Gelatoniumfabrik gemacht, um für meine eigene Bude zu sparen. Mann, das war echt brutal. Tja, seitdem ist viel passiert, Rivet. Und ich war immer froh, dass wir uns damals getroffen haben. Wir sehen uns bald. Wie lange kennst du Mord schon? Seit ich ein Kind war. Er ist, naja, etwas seltsam. Aber er ist ein echt guter Kerl. Gott. Das war aber knäpplich jetzt. Home sweet home. Bedauere, dass es bei meiner Entführung so beschädigt wurde. Ist nicht so schlimm. Sie hat jetzt zwei Arme. Oh, ein Bonsai. Was gibt's hier? Können wir hier Fernsehen gucken etwa? Chillen à la Lombax. Okay, was gibt's? Ah, ein Bär. Krager Bier gefunden. Okay. Okay. Ich habe einen Haufen Zurbsteine. Vielleicht sollte ich zur Gelatoniumfabrik gehen, um Mord zu treffen. Ja. Wir haben gar kein. Ach doch, das ist ein Bett. Gut, wir gehen mal wieder zurück. Wir haben jetzt voll die coolen Zurbsteine. Holen wir uns mal schnell ein Fahrzeug. Wenn das hier überhaupt funktioniert hat. Kann das sein, dass wir hier nicht wegkommen? Was denn? Ich habe einen Haufen Zurbsteine. Vielleicht sollte ich zur Gelatoniumfabrik gehen, um Mord zu treffen. Ja, alle Welt weiß das, aber ich weiß nicht, wie ich hier wegkommen soll. Hä? Jetzt mal im Ernst? Ach so. Nee. Gar nicht wahr, dann wird es doch funktionieren. Ach, hier. Voll versteckelt. Was ist los hier? So. Wie kommt man jetzt da hoch? Hier. Ist das jetzt richtig, oder? Ja. No. Das ist aber, das sind ein paar, würde ich sagen. Oh, wow, sind das viele Zurbsteine. Damit gehören die Schutztruppenstiefel dir. Ah.
cool. Unsere Trudy hat immer riesen Hunger. Also, wenn du noch mehr Zurbsteine bringst, könnte ich dir noch diesen Rida-Spionbot geben. Oh, was hast du gesagt, Trudy? Du willst Rivet helfen, sie zu finden? Du hast sie gehört. Spring auf ihren Rücken, sobald du die Suche starten willst. Oh ja. Okay, Kleine, los geht's. Die L2 um zu bremsen. Oh, 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 oh. Okay, gut. Ah. 31 von 160. Okay, da hinten gibt es bestimmt auch noch welche in der Ecke. Nee, doch, oder? Doch ein paar. Okay, na ja, gut, eins. Okay. Gibt's hier irgendwo noch welche? Ich würde gerne da hochgehen. So. Denkt hier mit dem rechten Analogstick, das ist echt seltsam. Okay. Sind die eigentlich auf der Karte verzeiht? Ja, sind sie. Das ist doch schon mal was. Da sind wir wenigstens hier falsch, da weiß ich das schon mal. Finden wir diese Zurbsteine. Oh. Alles kaputt gegangen. Wo ist sie? Ich glaube, ich muss jetzt... Oh. Jetzt alles nochmal machen. Oh. Das war aber knapp jetzt. Was? Wieso hängten sie hier? Wieder irgendwo runtergerutscht. Okay, jetzt wachsen hier noch keine Zupfsteine. Hä? Wo ist denn unser Vieh hin? So. Haben wir jetzt hier was? Nee. Aha, da ist die Trudy. Hallo zu Trudy. Fliegen wir los. Uiuiuiui. Okay. Sind hier welche? Nee, aber hier waren wir auch noch nicht. Hier liegen Helme rum. Mit. Bis darüber kommen wir leider nicht, glaube ich. Oh, da könnten wir auch noch hinfliegen überall. Vorne sind auf jeden Fall Zupfsteine. Okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gehen wir mal zu unserem Fluggerät zurück.
glaube, ich habe die irgendwie davon vergessen, oder? Nee. Hier müssen sie rumliegen. Irgendwo müssen hier welche sein. Wir gehen erstmal. Hallo, hallo. Suche Zupfstein. Oh, was kann man hier machen? So. Okay, wo sind jetzt meine Zupfsteine? Was soll das? Hä? Die müssen doch hier irgendwo sein. Der wächst doch aber nicht hier. Okay, gut. Ich glaube, wir gehen dann einfach mal weiter das nächste Mal, ehe ich hier jetzt die ganze Zeit herumsuche. Was macht eigentlich gerade diese Geräusche? Macht sie das? Da oben ein Zupfstein. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Ganz brav, Judy. Oh. Ui, nö. Was? Wie soll ich denn da hochkommen? Oh. Wir müssen es mal ein bisschen. Die sind ja hier überall oben. Mal gucken, ob es reicht, wenn ich vor. Gott, aufpassen, ich flieg hier. Oh Gott. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. In der nächsten Folge machen wir die Story weiter und schauen mal weiter, was so passiert. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und ja, ich muss mich nur mal gucken, dass ich Gesundheit bleib hier. Gesund bleib, weil. So, jetzt aber. Oh, da vorne ist sogar eine Zugblume. Wow, 33 von 60. Das wird eine sehr lange Reise, glaube ich. Zumindest hier. Oh, da ist dieses Zug. Ach, das ist hier. Okay, ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.